Freunde, willkommen zur nächsten Folge Backgießen. In diesem Video will ich euch sagen, der ich gehypt bin. Jeder, der mich jetzt fragt, auf was ich gehypt bin, dem kann ich sagen, dass er zu dumm ist zum Lesen und auf den Videotitel gucken soll. Wer dies jetzt ungefähr jetzt getan hatte, wird recht früh bemerkt haben, dass ich mit diesem Video ankündigen werde, dass ich mir Pokémon Sonne vorbestellt habe und einen Nuzlocke dazu aufnehme. Ich möchte allerdings keinen normalen Nuzlocke machen. Ich habe mir dazu noch was Spezielles überlegt. Ich möchte ein kleines Rivalensystem reintun. Bei einer normalen Nuzlocke soll man eine Bindung zu einem Pokémon aufbauen, wie es in der Originalbeschreibung steht. Ich möchte, dass man mit dieser Nuzlocke auch soziale Bindungen aufbaut. Voraussetzung für den Rivalen wäre, dass er erstens das Spiel Mond bestellt, damit wir auch unterschiedliche Versionen haben, noch dementsprechend gut die Pokémon untereinander tauschen können. Dass er das Spiel synchron mir gegenüber durchspielt, das heißt, dass wir immer versuchen, möglichst zur selben Zeit die Arena-Leiter oder halt die Top-Trainer oder wie auch immer die neuen Versionen heißen, gegen die spielen oder auch zur selben Zeit die Legis fangen oder halt gegen die kämpfen. So, und was mir auch noch relativ wichtig ist, drittens, dass er ungefähr im Altersbereich von, ja, 15, 16 ist, damit ich hier nicht bei einer Aufnahme mit dem Rivalen mit einem 3- oder 81-Jährigen im TS sitze, weil das wäre ein bisschen, wäre es halt der andere Pedo oder ich. Nee, also es sollte schon so in diesem Bereich sein. Wie das Rivalensystem aussieht, also das heißt, was für einen Zweck der Rival dann wirklich erfüllt und was die Regeln für die Rivalität haben wären, das wird dann während der ersten Aufnahme gesagt oder während des ersten Rivalmoments. Weil ich euch jetzt nicht spoilern möchte, der Rivale bekommt das, wenn sich irgendjemand finden lässt, natürlich schon früher gesagt. So, des Weiteren lässt sich noch sagen, dass ich noch eine Community-Events geplant habe, während der Nuzlocke. Wie diese da aussehen, werdet ihr zum rechten Zeitpunkt herausfinden. Jo, das wären dann soweit alle Infos, die ich dazu schon mal hätte. Ich hoffe mal, die drei Leute, die sich dieses Video anschauen, sind schon sehr gespannt. Bis dann, Leute. Ciao.